War das denn zu der Zeit, als du am Tag 5-mal gebetet hast? Du bist ja wahrscheinlich automatisch in Konflikt gekommen in der Schule mit solchen Sachen. Ja, das war eigentlich eine ganz peinliche Geschichte, auch wenn ich zurückdenke. Ich habe dann mit den Lehrern in der 10. Klasse über einen Gebetsraum gestritten, habe das eigentlich auch durchgesetzt und dann aber irgendwie auf halber Strecke liegen gelassen, weil ich dann irgendwie keine Lust mehr hatte auf den Stress. Die Lehrer waren natürlich auch dagegen und waren dann auch, ne, es waren dann so Konflikte, die ich nicht so ganz schön fand, weil ich gar kein Konfliktmensch bin und dann hatte ich irgendwann auch keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Und dann sollten wir eigentlich Zettel mit Unterschriften unserer Eltern mitbringen, dass wir das dürfen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, will ich eigentlich nicht mehr. Also ich habe jetzt keine Lust auf diesen Konflikt. Und ja, mit dem Freitagsgebet, das habe ich halt nie geschafft, weil zur Mittagszeit bin ich in der Schule gewesen und da gab es halt diese Probleme, ja. Ich bin auch in die Schule gegangen und habe mich nochmal entschuldigt für den Stress, den ich früher gemacht habe. Ja. Das heißt, du bist irgendwie in den Pausen dann beten gegangen, oder? Ja, ich habe dann für mich selbst einfach meinen Teppich mitgebracht und habe dort in der Schule ganz oben im 4. Stock gebetet, ganz hinten. Aber das war dann okay? Das war für mich okay. Für die Lehrer war das manchmal ein bisschen befremdlich, aber da gab es dann für die keinen Grund, irgendwie was dagegen zu machen eigentlich. Aber wurdest du da irgendwie benachteiligt in der Zeit? Oder wurde irgendwie angesprochen da drauf? Ich würde nicht sagen benachteiligt. Ich war ja immer der Klassenbeste dort. Und deswegen hatte ich bei den Lehrern nochmal so eine andere Rolle. Und die wussten, glaube ich, auch, die wussten ja, dass mein Vater verstorben ist und hatten deswegen vielleicht auch ein bisschen andere Einstellungen oder wussten, dass vielleicht irgendwas falsch läuft. Ich weiß nicht genau. Aber die Lehrer haben immer mich trotz allem sehr nett und lieb behandelt und ja. Das war das eigentlich so eine Sonderrolle. Du warst Klassenbester und hattest darum auch so ein bisschen Sonderrecht. Nee, das würde ich nicht sagen, Sonderrechte, sondern eher, es war nicht so, dass ich sowieso das Problemkind der Klasse war und dann auch noch das durchsetzen will, sondern eher, dass ich halt ein ganz normaler Schüler bin, ein guter Schüler war und halt gerne beten wollte. So, genau. Und das habe ich ja dann auch mit anderen Schülern gemacht, die schon Problemschüler waren. Dann haben wir halt zusammen gebetet dort und ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe gerade irgendwie keine Lust mehr auf diesen Konflikt. Und diesen Konflikt hatte ich eigentlich auch nicht mit den Lehrern, Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich Unterricht hatte, sondern halt der stellvertretenden Schulleiterin und dem Schulleiter, genau, ja. Gab es damit Konflikte mit anderen Schülern? Fanden die das komisch oder haben die das einfach toleriert? Ich glaube schon, dass einige das ziemlich komisch fanden. Also auch Menschen, mit denen ich heute befreundet bin, es ist ja auch komisch, ehrlich gesagt. Aber ja, ich hatte trotzdem nie Probleme. Ich hatte immer noch meine besten Freunde. Und ich glaube schon, dass einige mich vielleicht komisch angeguckt hatten, aber das war damals mir ziemlich egal. Das war halt auch der Gedanke, ne? Das war so, ja, du machst das für Gott, das ist schon richtig so. Und wenn die dich irgendwie komisch angucken, dann ist das nochmal eine Bestätigung für dich und noch was Gutes für mich, für dich. Das war immer so in meinem Kopf dann.